Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind im Reisefieber, wir sind gerade auf dem Weg rüber, haben schon zwei, drei Kekse gefuttert. Siehst du, das können wir jetzt zum Beispiel gleich mal hier erledigen. Eisen brauchen wir bestimmt, denn ich muss jetzt erst eine Kettensäge, brauche ich eine Kettensäge. Das war das Ziel, warum ich hier rüber bin. Jetzt machen wir aber das Loch gleich wieder, da tropft doch Wasser von der Decke hier, oder? Wir werden es schön mit Dolomit stopfen hier, dieses Loch. Da müssen wir irgendwann eh noch ausbauen. Ah, hier tropft das Wasser runter. Das will ich aber nicht. So, wupp, ausgewässert, ausgewässert. Haben wir hier noch Eisen? Jetzt pass auf. Auch hier sind wir natürlich noch lange nicht fertig, aber es wird jetzt einfach Zeit, dass wir so ein bisschen on Tour kommen. Haben wir Eisen? Hellgrüner Stein ist kein Eisen, wird es auch niemals sein. Schalala. Wow, da haut's mich um. Ein Eisenbarren. Und zwar ein ganzer Alterle. Ist das echt alles? Gold? Hier! Da ist das gute alte Refined-Eisen. Das habe ich gesucht. Aber so sieht jetzt keiner mehr irgendwelche Eisenquarze hier, ne? Quarzettimo. Dann gehen wir halt dieses Eisen nur durchheizen. Eisen durchheizen. Diese vier, haben wir nicht hier irgendwas drin gehabt letztes Mal? Ja, da habe ich die Brote drin gehabt, glaube ich, ne? Jo, da müssen wir natürlich jetzt auch Verpflegung machen, das ist klar. Wir werden nachher ein bisschen Farn noch abernten, damit wir tatsächlich genug Rucksäcke haben. Ein bisschen Kohle müssen wir uns abräumen. Da haben wir noch ein paar Jute-Dinger hier. Das können wir auch mal runter machen. Das essen wir nämlich heute. Dann sparen wir uns die guten Brote nämlich schon mal. Siehste, siehste. Alles klar, Refined-Eisen. Wir brauchen eine Senseo-Maschine. Eine Kettensägen-Senseo-Maschine. Schwupp, gehen wir erstmal hier rein. Ich weiß natürlich wieder nicht mehr, wie die hieß, wie die zu bauen war. Ist doch klar, wieso merke ich mir das nie? Wow, die gibt Amethyst, Alter, sowas habe ich noch nie gefunden. Matschsense gibt es auch, wusste ich gar nicht. Hier, nee, wir nehmen ganz normale Eisensäge. Aha, drei oben, zwei unten. Kannst du dir das merken, Freund Alterle? Hast du Sticks überhaupt? Jo, er hat Sticks. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ist das nicht der Wahnsinn? So, glaube ich, war das, ne? Und so. Nee, so nicht. So, eine reicht uns, ganz klarer Fall. Das nehmen wir jetzt aber mal mit hier. Das können wir eigentlich wegräumen. Wenn das durchgejagt ist, hier hole ich es gleich mal wieder raus. Schalum, 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 die Mumm. Das heben wir uns auf. Eisernste Reserve. Passt ja zu Eisen. Da haben wir noch ein Schwert, das nehmen wir mit. Da haben wir die Diamantspitzhacke, die habe ich immer dabei auf der Reise. Immer. Immer. Es sei denn, ich sterbe, dann ist er natürlich weg. Nee, dann habe ich die nicht immer dabei, weil wir sind ja schon gestorben. So, ist hier noch irgendwas Gold? Nee, Gold kann einfach bleiben, wie es ist. Haben wir hier noch irgendwas Reisetechnisches? Ich will einfach los, verstehst du? Ich will einfach los, Spaß haben. Ach, guck mal an, hier, die sind die Diamant, die Smaragde. Hey, Amethyst habe ich noch nie gefunden, seit ich das Spiel spiele. Das ist doch, glaube ich, hier die stärkste Option, oder? Amethyst. Keine Ahnung, das sieht jetzt furchtbar aus mit dem Dolomit. Egal. So, weiter geht's. Ich möchte ganz kurz rüber. An die eine Stelle, ihr wisst, welche Stelle ich meine. Jo, der Todesengel. Dedele. An die Stelle, bei der wir zuletzt waren, bezüglich Sonnenuntergang, will ich nochmal ganz kurz was nachprüfen. Hau mal den Apfel rein. Und noch Kekse. Kekse am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das ist wirklich so. Kann ich nur beipflichten. Dieses Sprichwort hat Bestand. Kekse am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So ist es bei mir auch. Ich esse so gerne Kekse. Oh, ich bin so ein Keksfanatiker. So, meine Freunde, jetzt gehen wir kurz rüber. Brös, alles klar, halt die Stellung. Ha, ich habe doch da hinten schon mal vorbereitet. Hier war doch unsere Ausgehkiste, ne? Das wird die Ausgehkiste. Dann können wir schon mal hier Werkzeugchen reinbasteln. Das nehmen wir nämlich alles mit. Das hier ist im Prinzip noch übrig von der Maschine. Müssen wir auch wieder aufbauen. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Dann habe ich das Schwertle hier geplant. Die Schaufel kann hier rein. Die brauchen wir, falls wir noch unterwegs was machen. Die Sense brauchen wir auch. Die nehmen wir dann ebenfalls mit. Ja, da muss ich jetzt gleich durchgucken. Das machen wir in aller Ruhe. Ein Schlüssel brauchen wir keinen, wenn wir unterwegs sind. Die Sachen lasse ich diesmal gleich alle da, weißt du? So, jetzt will ich ganz kurz, jetzt visiere ich das Bäumle hier nochmal an. Und zwar ganz großartig. Diese zwei Büschels hier müssen weg. Der da und der da hinten. Aber ich meine, die habe ich das letzte Mal doch weggemacht. Warum seid ihr wieder da? Da habe ich zu viel geschwallert wieder, weißt du? Da habe ich zu viel Zeug geschwallert, das hier nicht reingehört. Und dann passiert es nämlich. Nee, gar nicht so übel. Gar nicht so übel, Alter. Du bist gar nicht so schlecht hier. Du musst jetzt einfach nur das wegmachen. Und das hier kann auch gleich weg. Weil sonst wachsen die Bäume nämlich gerade so nach, wie du sie wegholst. So, setze die Sense an. Schawupp. Aha, der Übeltäter, ne? So, Thema durch. Sonnenuntergang kann kommen. Aha. Hier geht's gerade weiter. Hier geht's gerade weiter mit nicht bedachten Holzstücken, die hier noch rumhängen.
Jetzt haben wir es aber wirklich großartig weg. Und das hier muss eigentlich noch. Die habe ich doch weggebaut gehabt. Sind die schon wieder nachgewachsen? So, schön auf den Grund. Genau, sammelt das alles ein. Holz müssen wir nämlich auch mitnehmen, dass wir uns unterwegs was bauen können. Das machen wir jetzt noch weg. Dann ist das Thema hier erstmal durch. Ich glaube nämlich, dass das reicht. So und so und so. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ich freue mich auf die Reise. Ich freue mich wirklich. Wer weiß, was wir entdecken werden. Kennst du den Moment, wenn du denkst, jetzt will ich einfach nur los, ein bisschen was entdecken? Und da freue ich mich jetzt auch tierisch drauf. Wir gehen nach Nordosten. Nee, Nordwesten. Nie ohne Seife waschen. Ich muss immer die Himmelsrichtungen abzählen am Sprüchle. Nie ohne Seife waschen. Das liegt noch an der Grundschule. Da habe ich das damals irgendwie aufgeschnappt. So, hier, ne, da haben wir auch schon was gemacht, aber nicht richtig. Das muss jetzt hier komplett weg. Komplettomat. Komplettomat, sagt der Wautsch. Guck mal, was sich hier hinten auftut, Leute. Ich darf es gar nicht laut sagen. Hier. Ist es nicht wunderschön? Ist es nicht wunderschön und überlegenswert? Und da ist der Dunkelwald. Also, da werden wir irgendwann noch ein Projektle finden, denke ich, für das Eck. Natürlich werde ich jetzt nicht gleich was Neues anfangen. So, wir werden natürlich auf dem Atlas, wir haben jetzt eine Kopie angelegt vom Atlas. Das heißt, dieses Mal kann auch ein bisschen was schief gehen. Wir haben dann eine Kopie vom Atlas. Das heißt, alle Eintragungen, die wir machen, bleiben uns erstmal erhalten. Jetzt habe ich natürlich hier so einen Baum. Ich nenne ihn den Folgenbaum, weil er eine Folge dauert, bis er abgebaut ist. Alter, ist es ein Lappen. Bist du ein Lappen, aber du bist genau der, der die Sonne noch stört. Am Untergehen. Dich mache ich nämlich jetzt einfach weckle. Weckle hat kein Zweckle. Tschüss damit. Yo. Ja, das haue ich jetzt hier komplett runter. Der muss komplett weg. Dann sammeln wir die Seeds gleich ein und dann ist alles gut. Haben wir sogar ein bisschen Eichenholz, siehst du? Da muss ich dann nochmal separat rüber. Alles klar, kein Problem. Ist doch kein Problem, ist doch kein Problem. Wir haben ja hier Tricks auf Lager, die wir gelernt haben im Laufe der Zeit. Schwupp. Das war nicht der Trick, den ich meinte, aber es ist auch ein Trick. So, wieder drauf gestanden. Segele ausgewählt und schabubbel, Alterle. Mit uns nämlich nimmer, weißt du, mit uns nimmer. Wir kennen uns jetzt ein bisschen auch. Hey, super, guck dir das an. Hammer. 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 Und das hier ist auch noch wunderschön. Da muss ich noch extra hin, das sehe ich schon. Da müssen wir jetzt noch kurz rüber uns flitzen, porten, machen, tun und vor allem sein. Da müssen wir jetzt hier halt nochmal, dann würde ich sagen hier, nicht runterknallen jetzt, sonst bist du vielleicht sogar tot. Das wäre jetzt echt schade drum. So, hier noch weg. Und die Säge angesetzt. Haben wir die Shift-Taste erwischt? Yay, Alterle. Sehr schön, so mag ich das an dir. Dann stellst du dich hier drauf. Schaufel ausgewählt. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, da habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler. Welches ist denn jetzt das, wo wir runterknallen würden? Aha. Und der Schmetterling kommt uns schon entgegen und wünscht uns eine gute Fahrt nach unten. So, alles klar. Dann haben wir jetzt sonnenuntergangstechnisch das erledigt. Und es sieht auch so aus, als ob wir es verpasst haben anzuschauen. Gut, es gibt Schlimmeres. Die Sonne geht ja ständig hier auf und unter, also von daher. Aber siehst du, klare Sicht zum Bauernhäusle rüber. Das ist der Effekt, den wir wollten. Und das da hinten lassen wir so. Ja, das passt. Gucken wir uns natürlich nochmal separat an, wenn wir ein bisschen rechtzeitiger vorne sind, weil jetzt habe ich es tatsächlich schon wieder verholzt. Wieso? Ich habe doch gerade eben auf Schlafen gedrückt. Alterle, manchmal. Manchmal sind die Tage hier kürzer, als ich's mir wünschen tät. Aber kann auch sein, dass ich es immer verbummel, ne? Ich renne jetzt natürlich in der Hoffnung, es reicht noch. Ich sehe drüben rechts noch das rosane Licht. Ha, du hängst am Zaun. Rüber. Rüber, Alterle. Hoch. Schwupp. Jo, das reicht noch. Schwupp. Hochgestürmt. Ja. Genau, Leute. Das ist cool. Das sieht man jetzt gar nicht mehr, das, die Landschaft, die jetzt eigentlich noch da ist, weil die nicht geladen ist. Aber jetzt haben wir freie Sicht auf den Sonnenuntergang. Wunderbärle. Freu. Jetzt können wir schlafen. Jetzt pass auf, wir gewöhnen uns jetzt an, in Zukunft hier oben zu schlafen, weil wir haben dieses untere Bett, das nehmen wir nämlich mit auf die Reise. Ich nehme das Bett mit auf die Reise. Und wir schlafen dann in Zukunft einfach hier. Dann wissen wir auch, wo wir sind. Gute Nacht. Bei unserem kleinen Creeper-Modell hier. So, noch nicht mal die halbe Folge rum. Die Sonne ist schon wieder da. Trara. Perfekt, dann holen wir jetzt da unten das. Jetzt sammeln wir uns mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wir brauchen. Wir werden nämlich jetzt gleich farmtechnisch unterwegs. Oh, sollen wir gucken? Sollen wir gucken, wie die Felder sind, Leute? Wollen wir schauen, wie unsere Felder stehen? Schalalala, hey. Sie wachsen immer mehr zu, das ist schön zu sehen. Schalalala, hey. Hammer! Das wird so richtig gut, Alterle.
Freue mich drauf. So, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall Brote, wenn wir unterwegs sind. Brote sind wichtig. Und zwar so viele, dass wir nicht verhungern, wenn wir 5 Tage unterwegs sind oder sowas. Vielleicht auch mehr. Mal gucken. So, wieder zurück zur Ausgehkiste. Servus Brös. Ich begrüße ihn jetzt immer zwischendrin mal, weil ich so ein bisschen schlechtes Gewissen schon hatte. So, die Kekse noch reinkolst. Die teuren. Okay, pass auf. Pass, mol, uff, schalala. Wir haben 2 Schwerter, wir haben 3 Äxte, wir haben 2 Schaufeln. Ich würde sagen, wir machen uns noch eine Schaufel und eine Axt. Eine Schaufel und eine Axt. Der Rest nehmen wir an Material mit. Eine Schaufel und eine Axt, oh yeah. So, das und das. Der Rest ist Rohmaterial. Würde ich sagen, wir nehmen die Axt hier noch mit. Die Schaufel nehmen wir mit. Sticks kommen sowieso mit. Diese Sticks kommen mit. Dann nehmen wir ein bisschen davon mit. Wir nehmen etwas Rhyolith-Pflasterstein mit, falls wir einen Ofen brauchen. Die Hälfte vom Eisen nehmen wir mit. Das bleibt da. Das müssen wir gleich noch verwerten. Hier ziehen wir mal die rüber. Das ist nämlich Rohmaterial. Rohmaterial. Rohmaterial World. Entschuldigung. Aber entschuldige mich, ihr kennt mich ja mittlerweile. Was soll ich sagen? Jo, hier fahrt alles kreuz und quer schon wieder rum. Einmal aufgeräumt und schon ist alles wieder hinfällig. So, das braucht man natürlich auf der Reise nicht. Wir machen jetzt, das möchte ich auch hier lassen. Da reicht die Hälfte, das lassen wir auch hier, hier, hier. Die brauchen wir gleich. Schum, die, dumm, halt Erde. Erde kann Leben retten. Aber 8 Stück, ne, wir nehmen das 64er mit. So, hier hineingeschaut. Stickmäßig, die können wir eigentlich mitnehmen. Das können wir hier, das muss hier bleiben. Die Hälfte Kohle reicht. Die Hälfte Kohle reicht. Die lassen wir auch hier. Die können wir eigentlich zusammenfügen, aber dann habe ich das Problem, würde ich sagen, wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit. Wer weiß, was wir unterwegs finden. Den Hammer können wir hier lassen. Die Sichel können wir hier lassen. Den Schüssel können wir hier lassen. Die Eimer, die nehme ich mit. Falls wir unterwegs Lava finden, können wir uns schon mal ein bisschen Eimer mitnehmen, weißt du? Ein bisschen Lava. Dann würde ich sagen, das kann alles hier bleiben. Das darf alles hier bleiben. Bis aufs Essen. So, das räume ich jetzt auch hier rein, ist klar, ne? So, die Kohle, wie mache ich denn das am geschicktesten? Ich blick doch nachher wieder nicht mehr. Das bleibt hier, das bleibt auch hier. Das ist Baumaterial, die verwerten wir gleich noch, das bleibt auch hier. Bruchsteinstufe kann auch hier bleiben. So, ich hätte es auch ins Lager einräumen können, das stimmt eigentlich. Gerade, wo ihr so zuschaut und ich so bemerkt, dass ich schon wieder alles irgendwo reinschmeiß. Die Zeiten kommen, wo wir es aufräumen, glaubt man's. Das brauchen wir gleich, das brauchen wir gleich. Hier ist jetzt alles gut. Da sind wir soweit. Safey. Safey, Mayfey. Bin ich zufrieden? Alles klar. Nimm mal die Brote. Runter. Ess was, Gunther. Entschuldigung, Alter. Ich wollte dich nicht Gunther nennen. Du heißt ja nicht Gunther, weißt du. So. Die Schere. Die Schere. Die können wir wahrscheinlich verholzen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt als allererstes. Müsste immer 2 geben, ne? Wow, 4. Habe ich da zu viel erwischt? 6, ja, ja, das passt. Ne, guck mal. Was mache ich hier? So, komm, hau das runter, das Zeug. Das auch. Immer die doppelten erstmal, dass wir nachsetzen können gleich. Jawohl, den auch. Jawohl, den auch. Jawohl, den auch. Jawohl, den auch. So, jawohl, den auch ist die Tante vom Voldemort. Jawohl, den auch. So, das ist natürlich Geschwätz. So, alles klar, wir brauchen auf jeden Fall noch Burlaps, weißt du? Wir haben nur 2 Rucksäcke gebastelt bis jetzt. Und ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, wo die anderen Rucksäcke jetzt sind. Von daher, wow, jetzt haben wir aber viel Fun gemacht. So, perfektle. Teil Nummer 1 erledigt. Scharwibbel. Waren da noch welche drin? Nee, ne? Die habe ich alle verbraucht schon. So, jetzt gehen wir hier einmal quer durch. Der Alterle, der düngt sein Fun, weil das einfach so gut kann. Jetzt habe ich wieder irgendwo daneben geklickt. Ich habe es gerade gesehen, wie hier was rausgewachsen ist. So, sicherheitshalber, zack, mit der leeren Hand und schab, bab, schab, dabi, dab. Das machen wir jetzt hier ein paar Mal, bis wir wirklich hier genug Jute haben. Jutes Torkalin hier, das passt doch super, oder? Wie viel brauchen wir denn? Naja, so 5 Rucksäcke habe ich gesagt, würde ich gerne mitnehmen. Ne? Werkzeug und so, ein bisschen Rohmaterialien und ein Bett. Und das war's dann auch schon. 28, pass mal kurz auf. Hier, ne, ein Haufen Seeds ausgesetzt und nicht ein Bäumle wächst. Hammer. So, ist hier noch Kohle drin? Ja, aber Steinkohle. Ne, Holzkohle, Entschuldigung. So, pass auf. Wir brauchen als erstes mal hier die Labs. Was habe ich denn jetzt schon wieder?
Ach, das war die Geschichte. Entschuldigung. Alter, ich komme aber auch durch. Na, das sind schon 3 Stück. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir machen da jetzt noch eine Runde. Dann gucken wir uns gleich noch die Felder an, wenn man jetzt hier nur ein paar Runden macht. Dann gehen wir halt beim nächsten Mal los. Oh, der ist zu tief. Der ist zu tief. Den wollen wir dann schon hier oben. Schalalala. Aha. Haben wir das nicht eingesammelt? Mister Alderle. So, jetzt brauchen wir wieder Fang zum Nachziehen, gell? Den schneiden wir jetzt gleich wieder mit der Schere. Schamdi-damdi-dam. Wir brauchen nicht alles machen. Wir brauchen nicht alles machen. Ich habe ja den Humus extra dafür jetzt geerntet. Also von daher ist keine Verschwendung, wenn ich 10-mal draufklicke. Ist bewusst so, ne? So. Seeds zum Nachpflanzen. Wohl bekommst. Wie viel brauchen wir da? Das ist nicht so 20 Stück. 20 wären dort. 18. 20. Perfekt. Der 20er nehmen wir mal so, so und so. Den hier ernten wir so wieder runter. Den auch. So. Ist halt unsere Routinearbeit, weißt du, aber zumindest funktioniert es. Wir brauchen keine Kühe züchten. Wir brauchen da nicht mit der Sense durchgehen und die Kühe meucheln. Ganz einfach nur mit Farn. Aus Farn gebastelte Rucksäcke. Jetzt sterbe ich deswegen immer, weil ich keine Markenqualität dabei habe. Kein Leder. Wer weiß, weißt du? So, dann war es das. Dann machen wir jetzt hier nochmal eine Runde. Die setze ich dann auch noch gleich aus. Hallo? Wachs doch hoch, Alterle. Lasst euch doch nicht zweimal bitten. Schalladi und Schallalümle. Freue mich auf die Reise. Ich freue mich wirklich drauf. Einfach entdecken, rumgrusteln. Vielleicht findet man wieder so ein Radagast-Baumhaus. Die Snickerse würde ich gerne wieder finden auf einer anderen Stelle von mir aus. Hauptsache, ich habe meine Snickerse wieder. Vielleicht findet man auch wieder irgendwas Neues, wo wir noch nie entdeckt haben, weißt du? Da freue ich mich halt drauf. So, und wir markieren natürlich alles ganz akribisch dann im Atlas. Hier sind auch noch welche, die kannst du auch noch groß ziehen. Ich glaube, wenn wir die jetzt hier komplett einfach mal wegholzen, so wie es jetzt ist, da mache ich jetzt gar nicht länger rum. Die Jute holen wir uns jetzt. Die Jute Jute. Die gute Jute von der Ute. Schwupp, Hauptsache, das reimt sich. Voucher reimt halt. Ob's toll ist, ist ja wurscht. So. Jetzt habe ich einen Farn wegholzt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Wie viel haben wir da wohl? Ich gucke jetzt auch noch mal im Schränkle. Da war nämlich auch noch ein bisschen was übrig. So. Guck mal. Aus Versehen daneben geklickt und hier ist alles wunderschön. Da kommen sogar die Bäume jetzt vor lauter Neid. So, ach Gott, die Zeit verfliegt immer mit euch, der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Hier will ich ja Moodys halten irgendwann, weißt du? Habe ja schon mal angekündigt, mit dem ich dann aufs Feld marschiere rüber. Ganz gemütlich und locker. Aufs Feld waren da nicht irgendwo noch 5 Jutestangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wie viel gibt es jetzt hier? Sehr schön. 5 Stück. Ich glaube, das reicht auch. Jetzt gucken wir mal, was wir rauskriegen, wo wir dann tatsächlich stehen. Das räume ich so lange hier ein. Sehr schön. La 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 li. La 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 la. Sieht fast schön aus, wenn wir das lassen. So, bist du schon fertig? Jo, er ist fertig. Wie schnell das geht. Wahnsinn. Bin ja direkt begeistert, wie schnell die jetzt gewachsen sind hier, die Dinger. Ich hoffe nur, ich habe alles erwischt. Sieht so aus, gell? Hier, so, jetzt bauen wir euch hier rein. Dann könnt ihr nämlich wässern. Wieder 5 Stück. Jetzt pass auf, jetzt kommt ja erstmal, wie viel Burlaps gibt denn das ganze Geschichtle hier? 16 Stück. Das heißt, es sind schon mal wieder 2 Rucksäcke. Mit dem, was jetzt hier noch drin ist, kommen wir locker hin. Dann haben wir das auch schon erledigt. Jetzt können wir gleich den Sonnenuntergang nochmal voll genießen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Perfekt, wieder 2 Rucksäcke. Gott, sind wir hier Fabrikanten. 4 Stück haben wir, 5 wollte ich. Das heißt, wir kommen tatsächlich in die Gegend, in der ich sein möchte. Hammer. Das ist der Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Jutenhölle? Entschuldigung, ich bin tierisch aufgeregt und ich freue mich innerlich so sehr, weil wir jetzt eine kleine Tour machen. Einfach mal weg von hier. Nicht, weil mir es nicht gefällt, sondern einfach, um mal was anderes zu sehen, weißt du? Schön ist es hier. Haben wir ein schönes Fleckle erwischt. Haben wir Glück gehabt. So. Wow. Voll reingeschaut in die Sonne. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit die Felder drüben sind. Ich muss jetzt eh warten, bis die Jute da aufgegoren ist, weißt du? Oh, noch nicht ganz fertig, ne? Ich sehe immer noch grün-braun Gemisch. Aber fast. Traumhaft. Das wird auch nochmal ein Act. Ich habe mir das überlegt mit dem Kornkreis, ne? Wenn ich mich da einmal verzeichne, müssen wir jedes Mal warten, bis es nachgewachsen ist. Seht ihr da drüben, da wo ich jetzt mit der Maus hin und her fahre, das sind die Magiebäume von unserem Schneebiomle. Ajo, ist der Wahnsinn. So, tatsächlich, wenn man so guckt, ist die Sonne nicht so grell, ne? Wenn ich so reingucke, aber wenn ich so mache, sieht man tatsächlich so ein bisschen mehr, wo die untergehen wird. Das wird gut. Das wird gut. Ich stelle mich aber auf die Terrasse raus. Schon wieder der Nacht rum, weißt du? Unser Nacht. Ja, super. Highlight.
ein absolutes Highlight ist das für mich. Guck mal, wenn wir so schräg gucken. Ich kann jetzt schon wieder ein Thumbnail machen mit dem Sonnenuntergang, oder? Der sensible Voucher. Sonne. Mond. Mond fehlt noch. Also hier, das ist so richtig unsere Tag- und Nacht-Terrasse hier, weißt du? Hammer, oder? So, genau so wollte ich das, Leute. Das gefällt mir richtig gut. Allerdings verzieht sich der Horizont, weil da hinten die Blöcke nicht laden. Die Sonne ist weg. Es wird dunkel im Bereich des Bauernhauses. Der Mond steigt auf. Die Sonne steigt ab. Scha, la, halt, dein Lab. Entschuldigung, jetzt gehen wir runter. Fackeln. Jo, jetzt gehen wir runter. Schlafen. Machen jute-technisch alles fertig. Dann sind wir vorbereitet. Dann können wir eigentlich los. Wir können eigentlich in dieser Reise. Oder ich schlafe nochmal drüber. Das heißt, bevor wir losgehen, machen wir in der nächsten Folge, gleich zu Beginn der Folge, gehen wir los. Falls ich was vergessen habe, fällt es mir über Nacht nämlich ein, weißt du? So. Dann, was fehlt denn noch? Nö, nichts mehr. Der alte Sack hat dann 5 Rucksäcke und dann passt alles. So. Schwuppdiwuppdi. Ah, siehst du? Und schon geht's los. Was fehlt noch? Brote. Brote müssen wir noch machen. Damit ich da nicht ständig gucken muss. Die sind noch nicht ausgewachsen. Dann gehen wir seitlich hier schön entlang. Schauen uns nochmal um. Kleiner Morgenspaziergang. Pipik macht am Bäumle. Schwupp, wieder ums Eck. So. Alles klar. Guck mal hier, die ganzen Bäume können wir alle abernten. Das war ja nur eine kleine Farm. Die kommen ja alle wieder weg. Hallöle. Ich mach's am Rand. Ich mach's ganz am Rand, dass ich das Bild nicht verschandle, das ich hier noch sehen will. So, pass auf. Wir machen jetzt hier einfach mal den kompletten Rand weg. So. Was ich mir auch überlegt habe, ich wollte ja hier noch Scheunen hinbauen. Also nur Scheunen, um Stroh einzulagern. Links eine. Die können wir hier vielleicht irgendwie dazusetzen. Drüben eine. Und hier habe ich mir überlegt, gerade wenn jetzt, überleg mal, ich komme jetzt hier mit dem Esel entlang oder so. Stell den ab, wir machen einen Erntetag. Wir ernten jetzt einen Tag Ernte. So, dann geht es nämlich hier so rum. Und dann könnten wir doch theoretisch hier, ich mache nur den Rand, ne? Dann könnten wir doch theoretisch hier irgendwo sagen, okay, jetzt wird es Zeit, dass wir Strohballen machen. Und hier bauen wir uns so eine ganz kleine Mini-Werkstation hin, wo man dann geschwind rein kann in die Werkbank, Strohballen machen, bla bla bla. Weißt du? Und dann mit dem Esel wieder zurück durch die Felder. Nein, ich laufe jetzt noch nicht durch. Das muss fertig sein, bevor ich da durchlaufe. Hier, das können wir auch noch. Ich will wirklich viele Brote mitnehmen, dass wir unterwegs halt wirklich zum Mampfen haben. Ich möchte nicht gleich wieder rumdrehen. Es wird wirklich eine kleine Adventure-Reise, sozusagen eine Playlist in der Playlist. Wir gehen richtig on Tour jetzt, Leute. Bis die Rucksäcke voll sind und dann gehen wir heim und räumen das Lager ein. Weißt du? Stopp. 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 Das nehmen wir natürlich alles mit. Das müsste reichen. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. Hier, das können wir auch noch den Rand. Gar kein Problem. Bis zur Tür. Nein, bis zum Stamm. Sehr schön. So, dann sind wir am Ende dieser Folge. Jetzt mache ich nur noch Brote im Prinzip. Da könnt ihr aber dabei bleiben, wenn ihr wollt. Gar kein Problem. Die kommen jetzt hier in den Holzofen. Ist ja ein Holzofen. Es ist zwar ein Ofen aus Stein, aber mit Holzkohle. Deswegen Holzofen. So, siehst du, dann haben wir nämlich jetzt hier... Guck mal, wir werden nie Probleme kriegen mit dem Futter. Wie viel Brot ich da habe. Die muss ich natürlich jetzt parallel zur Folge fertig machen. Jetzt ist irgendwas rausgeflogen. Ach, hier ist alles voll. Für was habe ich ein Lager gebaut, fragt sich jetzt bestimmt der eine oder andere. Ich habe es gebaut zum Einräumen. Wir werden es eingeräumt haben irgendwann. Partet uff. So, die Jute müssen wir noch rausholen. Jetzt hauen wir die ersten 5 Brote hier durch. Perfektle. Das wird wunderbar. Die holen wir jetzt. Jetzt machen wir noch zusammen die Rucksäcke fertig. Das haben wir uns verdient. Die zwei können von mir aus hier drin weiter wässern. Die brauchen wir nämlich gar nicht alle. Hier wunderbares Plätzle. Ein wunderbares Plätzle, um sowas hier zu machen. Die muss ich noch nachsetzen irgendwann, ist klar. Hier muss ich jetzt wieder gucken. Hast du nicht ein bisschen viel Brote vielleicht mal? Wir können Brote auf und unterwegs machen, ne? Dann würde ich fast sagen, wir nehmen das hier roh mit. Einfach mal. Weil sonst habe ich nur die Taschen nachher voll mit Broten. Das will ich ja dann auch nicht. So, das dauert jetzt hier eine Weile, also das mache ich parallel zur Folge. Habe ich schon angekündigt, genau. Dann haben wir hier die Geschichte. Ne, das waren die 4er-Voucher. Entschuldigung. So viele Arbeitsschritte kann ich mir nicht merken, weißt du. 10 gibt einen Rucksack, so wie wir es ausgerechnet haben. Das kommt weg, Rucksack kommt hin. So, halt. Komm, Burleble. Rucksäcke haben wir nie mehr Probleme. Das wissen wir jetzt, wie es geht, weißt du. Wissen wir schon länger.
wissen wir schon länger, wurde ich schon sehr früh darüber aufgeklärt von euch. Danke nochmal an der Stelle. So Leute, 5 Rucksäcke haben wir, Werkzeuge haben wir, ein bisschen Rohmaterial. Ich richte uns jetzt für die Reise her und dann gehen wir morgen los. Dann gehen wir morgen los zusammen in die Welt hinaus. Schalali und Schalalaus und er singt schon wieder so übel. So. Herrlich. Also das mache ich routinemäßig jetzt fertig. Ich gönne uns aber noch einen letzten Blick. Kommt nochmal ganz kurz mit hoch. Ich will immer mal so, ich sag nichts. Die Folgen werden so lang, wie sie werden. So, hier hören wir natürlich jetzt nicht auf, ne? Wir werden auch nicht irgendwo anders jetzt neu anfangen oder so. Nur, es sind immer noch Lücken drin. Aber die gehen zu, Alter, die gehen zu. Ist das nicht der Wahnsinn? Flasht es euch auch so weg, wenn ihr da so reinguckt? Hier unten finde ich so übel. Hier diese klare Struktur. Entschuldigung. Vielleicht haben wir Glück und es ist morgen ausgewachsen. Wenn nicht, sehen wir das Ergebnis, wenn wir wieder heimkommen. So, ich mache Reisevorbereitungen fertig. Morgen früh geht's los. Und zwar gehen wir, stopp, in diese Richtung, hier runter zu. Hier will ich hin. Ne? Ne, Entschuldigung, hier hoch. Hier so hin. Nordwestlich, habe ich gesagt. Alles klar, bis morgen.